Und damit willkommen zurück in meinem X4-Universum. Schicke Schreibtischlampe übrigens. Ja. Ist wieder eine neue Aufnahmesession tatsächlich mittlerweile. Und habe mal so ein bisschen rekapituliert, was zuletzt so passiert ist. In allererster Linie möchte ich mich alle bei denjenigen entschuldigen, die vielleicht damit so diesem Alter und ins Gesicht so nicht klarkommen. Eigentlich ist es auch nicht so ganz so meine Art im normalen Leben, aber in dem Fall war ich doch etwas sehr euphorisiert aufgrund der Tatsache, dass meine ja durchaus sehr, sehr schlagkräftigen Verfolger einfach so zermatscht worden sind. Auch wenn ich zugeben muss, dass auch tatsächlich mein Bollwerk einiges abbekommen hat. Da komme ich aber gleich zu. Und ja, also wenn mir das mal rausrutscht, nimm es mir bitte nicht übel. Das ist halt einfach so, rutscht mir dann in dem Moment so raus. Eigentlich bin ich dann doch mehr der Typ, der das in aller Seelenruhe hier vortragen möchte. Aber ja, es gehört halt so ein bisschen dazu, finde ich. Ich bin übrigens jetzt hier auf der Schildkomponentenfabrik. Da ist ja die Landemöglichkeit mittlerweile aktiviert worden. Ja, habe auch schon das Bollwerk. Ihr seht, es lässt sich schon so langsam reparieren. Hab hier schon ein fremdes Schiff zugewiesen. Hier werden die Sachen angeliefert. Das habe ich jetzt eben in den, ich glaube, 5 Minuten seit der letzten Aufnahme, die ihr sehen konntet. Wollte dann aber auch in ruhigen Positionen, um so ein bisschen was halt zu erzählen, was mir in dem letzten Video halt, was ich mir dann natürlich nochmal angeguckt habe, aufgefallen ist. Und dann denke ich mal, geht das hier dann so langsam weiter. Und lass jetzt hier alles anliefern, so wie es sein soll. Ja. Mir ist aufgefallen, weil ich mich gewundert habe, dass denn das Administrationsmodul relativ schnell zerschossen worden ist. Es gibt da mehrere Möglichkeiten. So hundertprozentig dahinter gekommen bin ich nicht, denn das kann ich ja nochmal zeigen. Ich habe ja alle anderen hier, kann ich ja so editieren, dass ich dann entscheide, was wird denn da dran gebaut. Na, also hier sieht man ganz gut, hier gibt es Geschützkomponenten, hier gibt es Schildkomponenten und so weiter. Das heißt, da wird natürlich dann auch Schilde und Geschütze gebaut. Beim Administrationszentrum kann ich hier, wie gesagt, nichts einstellen. Ihr seht es ja hier. Das heißt, das Ding wird einfach keine Schilde haben und deswegen haben die wahrscheinlich auch direkt alle da drauf gefeuert, was natürlich schade ist, dass ich das nicht anderweitig schützen kann. Aber das würde es erklären, dass es so schnell kaputt gegangen ist, denn tatsächlich haben die Paraniden, die hier eingefallen sind, und ihr habt es ja in Ruhe ja sehen können nochmal, auch ihre Plasmageschosse drauf gejagt, natürlich nicht so in den, ja, Massen, wie das mein Bollwerk getan hat, aber die haben es tatsächlich gemacht. Ist halt die Frage, wie sich das eventuell schützen lässt und ob ich nicht eine Bollwerk-Version 2 versuche irgendwie zu bauen. Mit den Erfahrungen, die ich jetzt gesammelt habe, quasi aus der ganzen Geschichte. Ja, aus Schaden wird man klug, sage ich mal. Aber andersrum habe ich ja gesehen, mit so einer kleineren Flotte inklusive Trägerschiff kommt das Bollwerk zurecht. Und eigentlich ist es ja nur gebaut, um ja, einfach mal ein K oder sogar ein I einfach mal schnell wegzupusten. Allerdings natürlich sind die Gravitonengeschütze oder die rote Grütze der Xenon natürlich auch so heftig, dass sie natürlich dann auch relativ schnell mein Bollwerk platt machen könnten. Aber gut, die Situation ergibt sich ja erstmal nicht. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich so schnell ja, gucken muss, dass das Bollwerk funktioniert oder angegriffen wird. Das hat sich jetzt einfach aus der Mission her ergeben. Apropos Mission, das ist auch das nächste. Mir ist halt aufgefallen, dass ich relativ, ja, und das kennt ihr wahrscheinlich auch, wenn man selber zockt, übersieht man halt viele Dinge, die man dann als externer Betrachter eines Videos oder eines Spielgeschehens dann viel eher auffallen. Mir ist zum Beispiel gar nicht aufgefallen, dass das Spiel mir gesagt hat, nachdem ich den Aufrührer, nenne ich ihn jetzt mal, getötet habe in der Nähe seines Trägerschiffs. Da sind die Raketen auf mich geschossen worden. Das Spiel hat gleich gesagt, hier mit Shift C kannst du Gegenmaßnahmen ergreifen. Das habe ich ja bisher nie gemacht. Gut, bei der ersten Nexus Narnia, die mir durch Raketen zerschossen worden ist, hatte ich keine Gegenmaßnahmen. Auf dem Schiff hatte ich sie. Aber ich habe halt einfach nicht dran gedacht. Ich habe auch diese Meldung einfach nicht wahrgenommen. Ich habe die nicht gesehen. Ich habe komplett eigentlich nur
drauf geachtet, dass der Typ irgendwie stirbt. Und dahingehend, dass die Gegner ja dann gleich alle rot geworden sind, wäre wahrscheinlich die bessere Variante gewesen, zu warten, weil der ist mit Sicherheit nicht umsonst irgendwo hingeflogen. Ich glaube, das ist einfach ein Kreislauf, den der macht. Das heißt, ich glaube, ich weiß es nicht hundertprozentig, ich kann es jetzt nicht mehr nachprüfen, der wäre irgendwann wieder ganz alleine gewesen. Und wenn ich ihn da getötet hätte, wären die ganzen Zerstörer und so weiter wahrscheinlich auch gar nicht rot geworden und wären mir nicht hinterher gefolgt. Wobei die schon sehr, sehr schnell hier waren. Na, das muss man ja mal sagen. So, genau. Dann haben wir gesehen, hier ist ein Terran Okinawa. Gut, Okinawa ist ein Frachtschiff. Das habe ich jetzt so auch erst wahrgenommen. Gehe ich einfach mal stark davon aus, dass der einfach in die Schusslinie geraten ist. Muss ich halt auch im Hinterkopf behalten. So, wenn jetzt hier übrigens schon die Recycling-Methoden vorhanden gewesen wäre, hätte ich, glaube ich, hier ordentlich was an Material bekommen. Aber gut. Ja, das war halt auch so ein Ding. Ja, jetzt ist er fertig, aber jetzt wird er ja wahrscheinlich... Nee. Ja, egal. Jetzt habe ich ein anderes Schiff beauftragt, das Bollwerk wieder herzurichten. Das passt. Ja, das war halt... Ist halt die Frage, ob die Mission anders gedacht war. Wichtig ist halt, dass die Mission auf jeden Fall für mich weitergeht, dass sie nicht irgendwie gescheitert ist oder so. Also hier sieht man, wird relativ schnell jetzt alles angeliefert. Gut, klar, ich habe jetzt auch komplett die Kohle dafür bereitgestellt. Also sollte die Station dann auch relativ schnell wieder einsatzbereit sein und aufgebaut. Ja, dann ist mir aufgefallen selber, dass ich doch relativ oft gezögert habe. Selbst mich in dem Kampf, einfach weil ich halt Angst habe, mein Schiff zu verlieren, weil ich halt nicht einschätzen konnte, wie stark ist denn das jetzt, diese Korvetten, die hier unterwegs waren. Gut, im Nachhinein hat sich rausgestellt, hätte ich doch viel früher einfach attackieren können. So, eigentlich müsste ich ja den einen oder anderen hier landen sehen gleich. Ah ja, da geht's schon los. Und das ist halt so dieses, so ganz viele Dinge, die man einfach, während man selber spielt, einfach nicht so wahrgenommen hat. Aber ich habe mir das gerade in dem Fall, mache ich jetzt auch nicht immer, aber in dem Fall habe ich mir das alles nochmal angeguckt, um irgendwie zu nachvollziehen zu können, warum denn das Administrationsmodul so schnell weggeballert worden ist. Und ja, also es hat Treffer abbekommen von den Paraniden, aber eigentlich auch nicht so heftig, dass das so schnell kaputt gehen konnte. Man weiß es natürlich auch nicht, da ja die Korvetten scheinbar mit Raketen arbeiten, ob die da nicht Torpedos oder Raketen drauf geballert haben. Ich denke mal, es ist eine Mischung aus beiden und ich weiß nicht, also der Eigenbeschuss von den eigenen Plasmageschützen würde ich fast anhand der Bilder, die ich da gesehen habe, also einige haben tatsächlich die eigene Station getroffen. Aber ja, ich weiß nicht, ob ich das jetzt so als... so kriegsentscheidend betrachten würde. Ja, das wollte ich jetzt mal so als Recap der doch sehr ereignisreichen letzten Folge nochmal so geben, so als Feedback. Und ja, ich kann es nur wiederholen, da verliebt man die X-Reihe, das war alles so nicht geplant. Na, man kann jetzt ein weiteres Gedankenspiel führen, was wäre passiert, hätte ich das Bollwerk hier nicht stellen gehabt. Gut, ich bin auf jeden Fall schneller als alle die gewesen, bis auf die Korvetten. Ich hätte halt einfach fliehen können und ich schätze mal, irgendwann hätten die Verfolgung eh aufgegeben und dann wäre alles wieder gut gewesen. Gehe ich mal von aus. Also von daher... Ja, es ist halt so gekommen, wie es jetzt gekommen ist. Gut. Nachdem ich das jetzt... alles so ein bisschen fast 10 Minuten lang aufgearbeitet habe und auch schon die Liste wieder etwas leerer ist hier, will ich jetzt natürlich mal schauen. Genau, Medikamente, Nostropöl für die Arbeitskräfte ist alles da. Und Graphen wurden bestimmt hier von anderen Schiffen angekauft.
Und da, wo ich noch was über habe, das ist okay. Gut. Das heißt, ich muss jetzt im Endeffekt mal schauen, ob denn die Schürfer überhaupt jetzt unterwegs sind. Ja, die sind aber unterwegs. Auch ein profitabler Handel 3. Ja, okay, gut. Gut, das heißt, da kommt dann auf jeden Fall Ware rein. Und die Schildkomponenten, wie gesagt, für den Aufbau, Wiederaufbau des Bollwerks, die Schildkomponenten habe ich jetzt auch auf Selbstversorgung gesperrt, weil, wie gesagt, stelle ich ja jetzt dann auch selber her. Und jo, das heißt, der nächste Schritt, der nächste logische Schritt wäre dann eigentlich, eine Geschützkomponentenfabrik dann hier irgendwo hin zu basteln. Oder hier, sagen wir es mal so. Das wäre eigentlich der nächste Schritt, den ich mir dann eigentlich, ja, dann auch wieder so eine Station zusammenbasteln lasse. Oder ich mache diesmal mal ganz anders und nutze den Zufallsfaktor. Das heißt, ich pflanze einfach alle Stationsmodule dann in diesen Baubereich hin und lasse dann das Spiel entscheiden, wie das Ding aussieht. Da kommen manchmal auch ganz interessante Ergebnisse dabei raus. Oh, jetzt habe ich die Karte verstellt. Ah. Na gut. Gut. Na, das wird noch von der Flotte sein, schätze ich mal. Na gut, so. Das heißt, wir haben die Mission beendet. Haben die Flotte geliefert und Romankeslat möchte jetzt mit uns sprechen. Erreiche System, profitabler Handel. Warum? Stehst du hier mitten im Nirgendwo? Moment, Quatsch, das ist ja die Nexus Narnia. Ah, ich war ja auf der Gambit mit Grips, haha. Okay, dann. Wobei, ist ja egal, welches Schiff. Hallo. So. Dann Hauptquartier sollen wir andocken. Dann machen wir das jetzt. Dann machen wir das mal und schauen mal, was Komankeslat noch mit von uns will. Der Paranidenplot dann beendet ist. So, der nächste Nahziel ist jetzt allerdings, wie gesagt, ein Zerstörer von den Split für meine Privatflotte. Das wäre dann eine Klapperschlange. Autopilot ausgeschaltet. Sehr schön. Es ist eine Ehre, Sie an Bord zu haben. Ja, wollte doch gerade sagen, wieso willst du mich da aufs Laufband schicken?
So, das heißt, sind also jetzt zu dritt in meinem Labor. Ja. Gucken, ob Dell mir noch was zu sagen hat. Wie geht's? Brandischer Bürgerkrieg. Ah, da sind sie ja. Kromankelslat sagt, dass die diplomatische Mission, auf der er sich befindet, auf ein Hindernis gestoßen ist. Ein Hindernis? Diese dreieugigen Trottel verhindern mit allen Mitteln, dass die Verhandlungen zu mehr führen als einer einfachen Waffenruhe. Es ist wirklich nur ein Problemchen. Wir sind zu der Erkenntnis gelangt, dass die Paraniden eine greifbare Erinnerung ihrer gemeinsamen Identität brauchen. Woran denkst du? Bosota ist bereits dabei, die paranidische Konservationstechnik nachzubauen, sodass wir die Arbeit an den Kokons so schnell wie möglich beginnen können. In der Zwischenzeit hat Kromankelslat die alten, noch von vor der Abschaltung stammenden Pläne für eine Art von Palast ausgegraben. Es waren andere Zeiten und wir waren ein anderer Anführer. Wie Sie sicherlich wissen, spielt Symbolik eine wichtige Rolle in der paranidischen Kultur. Wir sind uns ziemlich sicher, dass die Paraniden den neuen Status quo eher akzeptieren würden, wenn ihnen drei fertige, nebeneinander stehende Throne präsentiert würden. Kromankelslat hat bereits seine Beziehungen spielen lassen, um dieses Einheitssymbol offiziell genehmigen zu lassen. Wir brauchen aber immer noch einen Architekten. Glückwunsch, Sie wurden soeben befördert. Nur damit Sie sich schon mal darauf einstellen können. Jemand wird auf jeden Fall versuchen, unser Projekt zu sabotieren, sobald es in die finale Phase geht. Na super. Ach, das war jetzt. Ja, das schon. Okay, so. Sprechen wir trotzdem noch mit ihm. Ne, jetzt hat er uns nichts mehr zu sagen. Jetzt, also wir sollen jetzt einen Bauplatz beanspruchen. Okay. Ha! Und wieder ein PGS. Vernichtet. So soll das sein. Ja, okay. Ein Palast. Also wir sollen erstmal einen Bauplatz kaufen. Okay, gut. Das ist ja... Ein Bauplatz kann man uns nicht wegschießen oder sabotieren. Von daher gehe ich mal von aus, das ist eine Sache, die wir jetzt durchaus machen können. Ich sag mal nicht, dass er wieder im internen Lager irgendwo ist. So. Hallo. Hi. Kannst du was? Ah, hohe Moral, das war's dann auch schon. Autopilot eingeschaltet. Gut, dann schauen wir mal, wo wir da hin müssen. Vor allem, wie viel wir denn dafür investieren sollen, müssen, dürfen, wie auch immer. Ach ja, was ich vergessen habe zu erwähnen, ich habe tatsächlich, und da bin ich mir relativ sicher, dass ich da schon einen anderen Ruf bekommen hatte, ordentlich Ruf bei den Paraniden, beim Gottesreich verloren. Da bin ich nämlich nur noch plus 18 und ich bin mir relativ sicher, dass ich da schon
mehr hatte. Aber ist natürlich klar, ich habe den einige Zerstörer weggefetzt. Das wird natürlich in der Wertung letzten Endes einiges mehr einen Abzug bedeuten. Aber ja, da kann man ja auch wieder... Da kann man ja wieder aufsteigen. War ja nicht geplant, aber wenn die mir so hinterherkommen... Und es müssen auch besondere Schiffe gewesen sein, weil so schnell, wie die plötzlich dann auch im System waren, also das war ja wirklich übel schnell. Und ich war ja da mit der Gambit mit Grips unterwegs, das heißt, ich hatte ja eh nochmal eine ziemlich hohe Geschwindigkeit. Da hatte das dann nicht lange gedauert, bis die dann auch hinterher waren. Naja, sei es drum. Ich hoffe mal nicht, dass diese Flotte da keinen spielrelevanten, auch für später wichtigen Hintergrund hat. Naja, wie gesagt, schauen wir jetzt erstmal jetzt Bauplatz kaufen, das sollte der einfachste. Einfachste Mission jetzt sein. Ja, und wie gesagt, im Abschlussbericht bleibt doch festzuhalten, dass die... Erreiche System, Nupileus Glück. Die Okinawa, die es glaube ich war. Erreiche System, frommer Nebel. Ja. Halt einfach nur zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort war und deswegen oh, okay. Autopilot ausgeschaltet. Also hier überall können wir jetzt was bauen. Bauplatz. Ich würde sagen, nicht zu nah am Highway, aber hier. Ich würde sagen, hier ist eine gute... Hier ist eine gute Stelle. Was, der Sammler? Nein. Quatsch, was machst du? So. Wollte ich mich doch eigentlich da als Leitstrahl hinsetzen. Egal. So. Brauche ich ja wahrscheinlich noch nicht mal. So. Ja, ich würde sagen, hier. Gucken wir uns erstmal die Missionsbeschreibung an. Oh, sehr schwer. Del Buster und Chromankes Lat setzt sich darüber einig, dass eine Weiterentwicklung der Waffenruhe nur dann gelingen kann, wenn die Paraniden ein neues Symbol der Einheit erhalten. Ein glorreicher Palast für ihre Führer, der an einem zentralen Ort gebaut werden soll. Ziel, frommer Nebel, an spezifischem Ort. Minimale Baugröße 10x10x10 Kilometer. Und dann kommen die ganzen... So, dreimal Paraniden-Fraktionshauptstadt, okay. Sechsmal Paraniden-Scheiben-Verteidigungsplattform, L-Container, L-Kuppel, Dockbereiche, dreimal Raumpiere, 180 Geschütztürme, 80 Schildgeneratoren. Okay, wahrscheinlich deswegen sehr schwer, weil das muss ja auch erstmal alles... Aber Paraniden Fraktionshauptstadt, das ist, Gut. Dann machen wir jetzt erstmal den Bauplatz. So, neuer Bauplatz. So. Jetzt haben wir 10x10x10. Gut, mindestens hieß es, aber ich glaube, da kriegen wir dann auch alles runter, weil sonst hätte er jetzt nicht mindestens 10x10. Ich könnte ihn ja sogar noch größer machen, den Palast sozusagen, aber...
Oder machen wir gleich einen größeren, machen wir einen größeren. Machen wir 12 mal 12 mal 12. So. So, 1,7. Machen wir ungefähr hier hin. So. Erwerbebaugenehmigung. So, habe ich gemacht. Baue Palastfundament. Ja, das ist klar, dass es damit losgehen soll. Die Frage ist jetzt allerdings, wo kriege ich den Plan dafür her? Also Dale Buster hat ja gesagt, er hat sowas da organisiert. Also muss ich den Palast, das Palastfundament-Ding ja auch von ihm kriegen, oder? Also würde ich jetzt einfach mal... Also eben hat das mir noch nicht gegeben. Autopilot eingeschaltet. Wobei, Quatsch. Autopilot ausgeschaltet. Das machen wir anders. Ich kann mich hierhin teleportieren. Dann teleportiere ich mich wieder zurück. Erreiche System. Profitabler Handel. Hier geht es ja jetzt mal nur daran, einfach schnell nachzuschauen, ob der mir das Ding verkauft. Weil ich meine, der Buster hat ja ganz klar gesagt, dass er noch irgendeinen Plan ausgegraben hat. Aber redet nicht mit uns. Redest du mit uns? Wie geht's? Nee. Boah. Also bei einem Repräsentanten. Hallo auch. Das ist ganz klar, der Buster hat gesagt, er hat irgendwelche Pläne ausgegraben. Gut, er will es mir aber nicht geben. Also muss ich jetzt wahrscheinlich doch bei einem der Fraktionshauptstädte probieren, kann ich mir nicht vorstellen. Erreiche System, frommer Nebel. Warum sollten die das haben? Aber gut, dann müssen wir schauen. Nutzt ja nichts, ne? Also fangen wir bei den normalen Paraniden an. Oder hat das mir gegeben? Das kann natürlich auch sein. Ah, hier habe ich auch noch mal eine Übersicht, was ich alles an Blaupausen habe. Ah, sehr schön. Erreiche System. Sündhafte Vergeltung. Okay, gut. Dann noch mal so eine allgemeine Übersicht sozusagen. Stationsmodule. Erreiche System, Dreieinigkeit. Wohnring, aha. Das ist ja auch interessant. Wahrscheinlich eher für Terraner. Aber hier ist es auf jeden Fall nicht mit dabei. Hätte ich jetzt eigentlich gedacht. Ja gut, das Ding kann ich nicht selber bauen. Das wäre ja was. Ne, das ist das normale Administrationszentrum, der Split. Unbekanntes Modul, das ist ja auch toll. Achso, das ist meine Station, okay.
Ja, ehrlich gesagt, bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher. Ja gut, hier werden ja wahrscheinlich auch nur die Dinge drin sein, die ich halt schon habe. Ja gut, wir gucken einfach mal. Aber ehrlich gesagt kann ich es mir nicht vorstellen. Die das für mich verkaufen. Aber ja, wir gucken einfach mal. Das nutzen wir jetzt noch. Genau, dann hat der es. Schön, Sie zu sehen, Freund. Tatsächlich, hier, Blaupause, Fraktionshauptstadt. Ja, ich beende diese Folge an dieser Stelle. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir machen weiter in der nächsten Folge. Und ich muss jetzt erstmal was trinken. Habt doch eine schöne Zeit. Macht's gut. Ciao, ciao.